Hallo meine Freunde des gepflegten Kabelsalats und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute im zweiten Teil der KiCad Tutorial Reihe möchten wir euch erstmal die Grundfunktionalitäten des Programms KiCad etwas näher bringen. Dazu haben wir uns überlegt, wir fertigen erstmal eine ganz simple Platine und zwar eine Platine einfach nur für eine LED mit einem Vorwiderstand und einer Stromzufuhr. Das einfach aus dem Grund, damit wir jetzt an diesem simplen Beispiel, was jedem von der technischen Seite her einleuchtet, erstmal die Arbeitsweise mit dem Programm erklären können, wo die ganzen Begriffe auch nochmal erklärt werden, damit man hinterher, wenn wir wirklich die Arduino Uno Platine nachbauen wollen, dann nicht mehr so viel, ich sag mal, Lexikonarbeit hat. Also, dass wir dann nicht mehr jeden Handgriff und jeden Begriff erklären müssen, sondern uns dann wirklich auf die Umsetzung des Arduino Unos konzentrieren können. Ja, und ich würde sagen, ich quatsche jetzt auch gar nicht lange rum, sondern wir wechseln direkt runter an den PC. Ich übergebe hiermit das Wort an Jürgen. Willkommen zum zweiten Teil unserer Tutorial-Serie KiCad für blutige Anfänger. Ich werde mal einen ganz kurzen Rückblick machen, was wir im letzten Video gemacht haben. Wir haben also KiCad installiert. Wir haben uns einen PDF-Editor installiert. In unserem Fall den Eviens. Und wir haben einen Texteditor namens Notepad installiert. Diese haben wir dann hier unter Einstellungen allgemein KiCad mitgeteilt bzw. eingebunden. Des Weiteren haben wir ein oder zwei oder drei Icons hiervon erklärt. Und ich hoffe, ihr habt es installiert bekommen und es sieht jetzt im Moment genauso aus wie hier auf diesem Bildschirm. Auf der linken Seite sehen wir die von KiCad angelegten zwei Standarddateien. Einmal das SCH am Ende, das ist der Schaltplan, der noch leer ist. Und natürlich die eigentliche Platine mit der Endung PCB. Wir wollen heute zum Einstieg ein Projekt anfangen, ein kleines Projekt, wo der eine oder andere vielleicht sagen sollte, sowas Kleines, was soll ich damit? Aber KiCad ist sehr umfangreich und KiCad ist von der Bedienung manchmal nicht ganz einfach. Deswegen fangen wir mit einem kleinen Projekt an, das nichts anderes ist wie eine kleine LED, ein Vorwiderstand und eine Spannungsquelle, Batterie bzw. zwei Pins, die dafür da sind, um eine Batterie anzuschließen. Der erste Schritt, den man in KiCad machen sollte oder auch machen muss, um eine Platine zu erstellen, ist den Schaltplan-Editor zu öffnen. Der verbirgt sich hier unter dem ersten Icon. Dort klicken wir einmal rein und es öffnet sich unser Arbeitsblatt. Den ersten Schritt, den ich euch zeigen möchte, ist hier unten sehen wir das sogenannte Textfeld. Da steht noch nichts drin, außer den Filenamen unseres Projektes ledpcb.sch. Die Größe des Blattes ist in unserem Fall A4. Das Datum ist noch nicht gesetzt. Und wir sehen hier die Version von KiCad, die wir hier installiert haben. Die Version kann man sich auch ganz einfach aufrufen, indem man hier auf Hilfe klickt, dann hier unter über KiCad und dann sieht man ganz genau, welche Version man installiert hat. Hier in unserem Fall natürlich die Version 5.1.5 Release 3. Wir nutzen Windows und wir haben die 64-Bit-Version installiert. Wir wollen jetzt im ersten Schritt hier unten dieses mal ausfüllen, damit jeder weiß, wer diesen Schaltplan, den wir gleich erstellen werden, gemacht hat und wer dafür verantwortlich ist. Dazu klicken wir einmal hier oben auf das zweite Icon Seite einrichten und wir erhalten hier diese kleine Maske. Hier wird auch angezeigt, dass wir uns im A4 befinden, dass wir uns im Querformat befinden und das erste, was wir eintragen wollen, ist hier oben das Erstellungsdatum. Wann haben wir diesen Schaltplan erstellt? Ich kann natürlich hier händisch eintragen, zum Beispiel den 1.1.2019, also ein x-beliebiges Datum. Ich kann hier die Revision angeben, zum Beispiel Version, ja, sagen wir mal 1.0. Ich kann einen Titel vergeben, LED PCB. Ich kann hier die Firma eintragen und da trage ich jetzt mal ein. Du
it yourself. Dann kann ich hier noch einen Kommentar eingeben oder was auch immer. Ich gebe meistens hier immer an, wer denn jetzt hier für verantwortlich ist. Und ich sage hier mal, Design bei Jürgen und Daniel. Und ich sage immer on Earth. Ich könnte noch weitere Kommentare hier zufügen, aber es ist hier natürlich selbsterklärend. Und natürlich haben wir heute nicht den 01.01.2019, sondern wir haben den 9.02.2020. Das Betriebssystem Windows teilt KiCad hier oben das richtige aktuelle Datum mit und mit einem Klick auf den Pfeilen nach links überträgt er das sofort hier in dieses Feld. Dann sage ich einmal OK und er hat alles schon eingetragen. Zur Bedienung von KiCad ist es eigentlich unerlässlich, eine Maus mit zwei Tasten, was ja eigentlich jede Maus hat, aber zusätzlich noch ein Scrollrad. Ihr seht hier oben jetzt, was ich bewege, das Fadenkreuz. Und ich gehe mit dem Fadenkreuz dorthin, wo ich hineinzoomen möchte und drehe einmal an dem Mausrad der Maus. Und dann wird dieser Bereich, wo sich der Mauszeiger befindet, hineingezoomt. Und hier sehe ich jetzt meine soeben eingetragenen Daten. Also, es ist festzuhalten, dass wir für die Bedienung von KiCad eigentlich eine Maus brauchen, die ein Scrollrad hat. Erleichtert zumindest die Arbeit. Man kann natürlich auch hineinzoomen mit Tastenkombinationen. Da kommen wir zu einem ganz wichtigen Thema. Es gibt einige Tastenkombinationen, die sollte man sich unbedingt merken bzw. auswendig lernen. Es sind nicht viele, nicht dass der eine oder andere jetzt die Flinte ins Korn wirft, sondern einfach die wichtigsten. Wenn ich mir diese ansehen möchte, klicke ich hier oben auf Einstellungen und gehe hier in den Menüpunkt Einstellungen. Dann gehe ich hier auf Tastaturbefehle und sehe hier die einzelnen Tastaturkombinationen oder Befehle. Alle muss man nicht auswendig lernen, aber die wichtigsten, zum Beispiel Element rotieren, also ein Bauteil drehen, wäre hier jetzt der Buchstabe R auf der Tastatur. Oder Elemente ziehen wäre G. Ganz wichtig ist natürlich auch Elemente bewegen. Das Schaltplanbauteil verschieben, Move. Des Weiteren sollte man sich zumindest noch merken, wie tue ich ein Bauteil kopieren, hier mit dem Buchstaben C. Wie das im Einzelnen geht, zeige ich gleich noch einmal. Alle anderen Tastaturbefehle braucht man nicht unbedingt wissen, aber es ist schön, man kann sie sich ja auch mal ansehen und eventuell den ein oder anderen dann auswendig lernen. So viel dazu. Ich gehe wieder zurück in mein Schaltplanblatt und zoomen kann man zum Beispiel, wenn ich kein Mausrad habe, auch mit einer Taste. Und zwar, wenn ich den Mauscursor dort platziere, wo ich hineinzoomen möchte, drücke ich einmal die F1-Taste und zoome hinein. Mit der F2-Taste zoome ich hinaus. Ja? Und so kann ich auch mit Hilfe von Tasten arbeiten. Falls man sich mal verheddert hat, man hat zu viel reingezoomt und jetzt, wo ist hier mein Schaltplan und alles ist hier weg, ach, was habe ich jetzt gemacht? Keine Panik, es gibt hier oben ein kleines Icon, das mit der Lupe und diesem Quader da drin, da klicke ich einmal drauf und schon ist wieder mein Schaltplan in der Mitte platziert und ich sehe wieder meinen Schaltplan. Passiert sehr oft, passiert mir auch, gerade bei größeren Schaltplänen, die über mehrere dieser Blätter geht, denn auf diesem A4-Blatt habe ich nun mal nur eine begrenzte Fläche und wenn mein Schaltplan größer wird, weil ich ein größeres Projekt habe, muss ich natürlich auf mehrere Schaltpläne verteilen und dann spricht man von einer sogenannten Schaltplanhierarchie. Denn wenn ich jetzt dieses Blatt hier vollgemalt habe mit meinen Symbolen und meinen Leiterbahnen und was auch immer und ich auf das nächste Blatt gehe und dort ein Bauteil platziere und die Anschlüsse dieses Bauteils dann mit einem Bauteil, was auf dem ersten Sheet vorhanden ist, anschließen muss, dann arbeite ich hier mit dem sogenannten hierarchischen Schaltplan. Wie das im Einzelnen geht,
wenn das jemanden interessiert, können wir das gerne in dem Kurs aufnehmen. Ist auch kein großes Hexenwerk. Man arbeitet dann hier mit sogenannten hierarchischen Labels, um die einzelnen Bauteile auf den verschiedenen Blättern dann miteinander zu verbinden und zu kombinieren und was auch immer. Aber ich denke mal, im Hobbybereich, in unserer Arduino-Welt, in unserer Smart-Home-Welt bauen wir mit Sicherheit keine Platinen, die über 14 Schallpläne gehen oder so groß werden, dass wir irgendwann den Überblick verlieren. Deswegen in diesem Anfängerkurs lasse ich es einfach weg. Wer Interesse hat, möge sich melden. Und wenn genug Leute Interesse haben, können wir das gerne angehen. Aber glaubt mir mal, wenn ihr ein so ein Blatt, so ein DIN A4 Blatt voll gezeichnet habt, dann ist das schon eine Menge. So, für den einen oder anderen, der jetzt gespannt ist, wie es weitergeht, ganz einfach. Wir haben jetzt hier ein leeres Sheet und wir müssen ja natürlich jetzt unsere Bauteile reinbekommen. Wie mache ich das? Wie geht das? Wie gehe ich vor? Da gibt es verschiedene, also wirklich verschiedene Wege, verschiedene Lösungen. Die einfachste Lösung ist, hier haben wir unsere Icons zum Arbeiten und wir haben hier oben im oberen Bereich auch Icons. Ich könnte jetzt jedes einzelne Icon erklären, bin ich auch in der Lage. Nur glaubt mir, wenn ich damit anfange und hier beim letzten gelandet bin, habt ihr die ersten 10 schon vergessen. Deswegen möchte ich diesen Kurs eigentlich aufbauen, indem ich euch die Icons erkläre, wenn ich sie benötige. Ja? Was nützt euch, wenn ich euch die jetzt alle erkläre und dann hier über Bus und hierarchische Label, über lokale Labels, über Knotenpunkte oder was auch immer erzähle. Deswegen, wir wollen eine kleine Platine mit einer LED und einer Spannungsquelle erstellen als Platine. Und wir werden diese Menüs alle noch kennenlernen, wenn wir mit KeyKit jetzt die Platine erstellen. Und wenn wir dann am Ende ankommen, werden wir dann auch, wenn wir den Arduino Uno erstellen, mehrere Funktionen kennenlernen, die sich hier hinter den Icon verbergen. Wie man zum Beispiel Footprints, also Stellplätze für Bauteile, die in KeyKit nicht vorhanden sind, hier in KeyKit einbindet. Wie man Symbole hier erstellt und einbindet. Das lernen wir, wenn wir dann ein wenig mehr in die Materie eingehen. Ihr werdet sehen, wenn wir es brauchen für unser Projekt. Und ihr werdet sehr schnell erkennen, wie KeyKit eigentlich funktioniert und wie KeyKit eigentlich arbeitet. Wir fangen gleich mal an. Und zwar wollen wir ein Bauteil hier platzieren. Ich befinde mich jetzt hier im Cursor-Modus. Das seht ihr, dass das hier oben hinterlegt ist, so blau hier oben, dieser Pfeil. Hier kann ich kopieren, ich kann markieren, ziehen, machen, tun. Das werdet ihr gleich kennenlernen. Und ich werde auch jeden Schritt, wenn ich hier eine Tastenkombination drücke, gleich sofort erklären. Ihr seht jetzt hier, dass ich den Cursor, den ich hier jetzt bewege, das Fadenkreuz ist ziemlich klein und ich mag eigentlich nicht mit diesem kleinen Fadenkreuz arbeiten und zwar aus folgendem Grund. Wenn ich gleich Bauteile platziere, kann ich die genauer platzieren, indem ich einmal hier oben links hier in diesem Bereich auf dieses Fadenkreuz klicke und ich habe ein großes Fadenkreuz und kann dann Bauteile exakter platzieren. Das werdet ihr gleich sehen. Ich arbeite also im Schaltplan-Editor immer mit diesem breiten, großen Fadenkreuz. Ganz wichtig ist noch, wir sind hier in Europa und klicken hier natürlich Millimeter. Wir arbeiten nicht in Inch, denn sonst wären alle Maßeingaben, alle Entfernungen hier in Inch. Wir arbeiten in Millimeter. Bitte darauf achten, dass hier Millimeter blau hinterlegt ist. Hier oben hinter diesem oberen Icon befindet sich das sogenannte Grid. Ich kann mal versuchen, jetzt hier so ein bisschen hinein zu zoomen. Dann seht ihr das. Das sind hier diese Punkte, die hier auf dem Bildschirm überall verteilt sind. Diese Grids haben einen bestimmten Abstand und das Fadenkreuz und auch die Bauteile fangen sich immer auf einen bestimmten Punkt. Diesen Grid-Abstand, ja, ich mag eigentlich diese englischen Bezeichnungen nicht. Also Grid ist nichts anderes wie das Raster. Also diesen Rasterabstand kann man auch einstellen. Das muss manchmal sein, um Bauteile exakter zu platzieren. Ich gehe dann hier auf Ansicht,
Rastereinstellung und sehe hier Rastergröße 50 mils. So, liebe Freunde, ich sage euch ganz ehrlich, ich hasse die Amerikaner bezüglich dieser Maßangabe. Wer von euch weiß schon, was Milz sind? Viele sagen, Milz wird nichts anderes wie Millimeter sein. Nein, eben nicht. Ein Mill ist genau ein Tausendstel eines Inches. Das könnt ihr in Google googeln, da kriegt ihr eine Umrechnungstabelle, dann könnt ihr das ausrechnen. Obwohl ich hier oben Millimeter angeklickt habe, warum zeigt er mir hier die Rastereinstellung in Mils? Ich verstehe es auch nicht, aber die Amerikaner haben da nun mal die Vorderhand. In CAD-Programmen, was Elektronik angeht, geben die immer diese Mill-Angabe. KiCad-Programmierer sind schon hingegangen und haben viele Menüpunkte jetzt auch in Millimeter endlich gemacht und dann in Klammern dahinter die Mill-Angabe. Aber ich hasse es selber auch, aber wir kommen nicht drum rum. Tut mir leid, ist so, müssen wir mit leben. Also, wie gesagt, unter Ansicht Rastereinstellung kann ich hier das Raster einstellen. So, wir wollen unser erstes Bauteil platzieren. Wir haben gesagt, wir brauchen eine Diode, wir brauchen einen Widerstand und wir brauchen eine Spannungsquelle. Wir befinden uns immer noch im Cursor-Modus. Das sehen wir hier auf der rechten Seite oben, ganz oben. Das ist blau unterlegt. Wir klicken einmal auf dieses Dreieck. Und ihr seht, dass KiCad auch so programmiert ist, dass immer, wenn ich mit der Maus drüber fahre, dann eben angezeigt wird, was sich hinter diesem Icon befindet. Hier zum Beispiel zeigt er an, Bauteil einfügen. Das wollen wir. Wir klicken es einmal an, gehen dann zurück in unseren Schaltplan, klicken einmal mit der linken Maustaste und es öffnet sich jetzt hier die Bauteilliste. Da haben wir sie und schon steht man da und denkt sich, so viele Bauteile und die sind noch alle zugeklappt. Wenn ich jetzt hier auf das Pluszeichen anklicke, sehe ich alle Konnektoren und ihr könnt mir glauben, das ist eine Menge. Geben viele schon auf, sagen, finden das Bauteil nicht, was sie gerade benötigen. Aber KiCad hat auch einen Filter. Und wenn man jetzt hier den Filter benutzt, bitte nicht eingeben für Transistor zum Beispiel BC547. Werdet ihr nichts finden oder zumindest schwer finden. Gebt hier vielmehr ein den Typ. Zum Beispiel, ich suche einen Transistor. Ich weiß, dass der Transistor ein NPN-Transistor ist. Und schon kriege ich hier eine Liste mit allen NPN-Transistoren. Liebe Freunde, das erleichtert euch die Suche. Wenn ich hier oben nur Transistor eingebe, findet er nichts. Er findet alles, aber keinen Transistor. Deswegen hier nicht den Namen eingeben, sondern zum Beispiel den Typ NPN. Oder für den anderen Typ PNP-Transistor. Dann kriegt ihr hier eine Liste und hier seht ihr schon, ich gehe jetzt hier auf den ersten Eintrag und sehe schon hier den Transistor. Kann mir das Schaltplansymbol ansehen. Das ist das, was ich meine. Gebt hier nicht den Namen an, sondern den Typ zum Beispiel. Oder wenn ihr hier oben nach unseren bekannten Arduino-Chip sucht, dann gebt hier oben bitte ein Atmel, hier zum Beispiel AVR. Hier findet ihr auch Arduino, wenn ihr nur Atmel eingebt. Das heißt, hier bei dieser Geschichte ist es genau umgekehrt. Hier muss ich den Namen vielleicht eingeben. Ich weiß, dass es am Anfang schwer ist. Ich stand genauso wie so ein Ochse vor dem Berg und habe meine Bauteile nicht gefunden. Das gleiche gilt später auch für die Footprints. Aber glaubt mir, ich nehme euch bei der Hand. Ich zeige euch, wie es geht und wie es am einfachsten geht. Ich habe jetzt hier den Chip, der auf dem Arduino Leonardo drauf ist und hier auf den Uno R2. Das ist dieser Atmega 328. Wir wollen aber jetzt weitergehen und wollen unser Bauteil finden. Wir suchen also einen Widerstand. Widerstand heißt auf Englisch und es ist wieder so ein Manko. Wir können hier nicht Widerstand eingeben, findet dann nichts. Wir geben hier die Referenzbezeichnung ein. Und die Referenzbezeichnung ist R. Ein Widerstand wird innerhalb eines Schaltplates meistens mit der Referenzbezeichnung R gekennzeichnet. Das steht auch wieder aus dem Amerikanischen für Resistor. Ich gebe also einmal R ein und schon habe ich das Schaltsymbol für einen Widerstand. So einfach kann man es finden.
Es gibt natürlich auch noch andere Widerstände, wie zum Beispiel hier Netzwerkwiderstände, wo in einem Chip mehrere drin sind oder sonst was. Ja? Wir sehen hier R und das ist das europäische Symbol dafür. Es gibt natürlich auch amerikanische Symbole. Ich suche mal hier eben mal kurz eins raus. Das hier zum Beispiel ist ein POTI, ein variabler Widerstand. Man kann ihn benutzen. Klar. Ich kann ihn hier so in meinem Schaltplan als Widerstand einfügen. Nur wir sind in Europa und sollten hier uns angewöhnen, die europäischen Schaltzeichen, die auch international gelten, zu benutzen. Und was man auf keinen Fall tun sollte, und das nur mal als Tipp, mischt das bitte nicht. Dass ihr den einen Widerstand das europäische Symbol und den nächsten Widerstand in euren Schaltplan das amerikanische Symbol nimmt. Macht es nicht. So, wir haben unser erstes Bauteil. Widerstand, ganz simple Symbol, hat zwei Beinchen und die Referenzbezeichnung R. Ich klicke auf OK und habe es jetzt, ich zoome mal ein bisschen rein, habe es jetzt hier an meinem Mauszeiger, an meinem Cursor hängen. Es hängt so lange, bis ich jetzt die linke Maustaste drücke. Dann platziere ich es erst. Ich möchte es gerne so mittig in meinem Schaltplan irgendwo platzieren. Hier, klick und schon habe ich es dort platziert. So, das war's mit dem zweiten Teil der KiCad Tutorial Serie. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen für euch mitnehmen, ein bisschen dazulernen. Wir haben jetzt zumindest erstmal schon mal den Schaltplan-Editor etwas näher kennengelernt. Wir haben das Arbeitsblatt mit unseren Basisdaten, sag ich mal, ausgefüllt. Wir haben die wichtigsten Tastenkombinationen kennengelernt und wir haben die Tücken der Bauteilsuche kennengelernt und etwas beleuchtet, wie man sich da am einfachsten helfen kann, das richtige Bauteil zu finden. Im nächsten Teil lernen wir mal die ersten verschiedenen Modi des Schaltplaneditors kennen, zum Beispiel den Cursor-Modus, den Bauteil-Einfügen-Modus und den Wire-Modus. Was genau das ist, wie genau die zu verwenden sind, das lernt ihr dann im dritten Teil. Da werden wir dann also erstmal die ersten Bauteile platzieren auf unserer Platine. Wir werden Bauteile miteinander verbinden, also routen. Und ihr lernt Annotations kennen, also Eigenschaften von Bauteilen und wie man diese genau auf dem Schaltplan definiert. Ich hoffe, euch hat die KiCad Tutorial Serie bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst uns gerne mit einem Daumen hoch wissen. Abonniert auch gerne meinen Kanal und klickt direkt auf die Glocke, wenn ihr keinen Teil mehr verpassen wollt. Wenn ihr noch Anregungen habt oder Fragen, haut sie uns gerne in den Kommentaren um die Ohren. Wir helfen, wo wir können, jederzeit gerne weiter. Ansonsten gebe ich mich jetzt wieder ans Schneiden. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und ich würde mich freuen, wenn wir uns in Teil 3 der KiCad Tutorial Serie wiedersehen. Ich verabschiede mich bis dahin und sage einfach mal bis zum nächsten Video. Ciao!